Hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus und ja, das letzte Mal haben wir Hulgor dem Barbaren eins übergebraten mit dem Cricket-Schläger oder was das war. Ich meine ja, Poloschläger. Und jetzt gucken wir uns hier einfach mal um. Pflanze, Dachluke, Flur. Ach du Scheiße. Erstmal die Pflanze. Ansehen. Eine Pflanze. besonders rankige Ranunkel. Moment, nochmal. Was war das? Eine besonders rankige Ranunkel. Okay, das schreit nach Wikipedia. Siehe an Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Okay, Edna. Ja, das geht zur Tür. Und mach die Tür auf, ohne dass ich es dir gesagt habe. What the fuck? Was ist das? HT-Schalter? Ansehen. Dass dir dieser Lichtschalter. Schalter wohl gut ist. Klar, HT-Schalter. Wird einfach nur gefressen von meinem Bildschirm da links. Wird wahrscheinlich auch nicht anders aussehen auf der Aufnahme. Bowlingkugel. Die erinnert mich an Hulgur. Den Barbaren. Kegel. Die sind unvollständig. Das sehe ich auch. Es sind zwei, keine neun. Oder waren es 10? Ne, 9 Pins müssten das sein. Comics! Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Captain Unbrauchbar, wir sind zu allem bereit und zu nichts zu gebrauchen. Yay! Was? Radioaktiv? Radioaktiv. Dahinter scheint wohl noch ein Mixer zu sein, das überschneidet sich. Ja, sehr toll gemacht, Da ist Dedelek. ein auffälliges Symbol drauf. Ja, das bedeutet, wenn du mit dem Finger drauf tippst, macht's Boom. Mixer ansehen. Nette Farbe. Der ist orange, gelb, mich, Marsch, Hirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Okay. Eine Alf-Puppe. ALF, außerirdische Lebensform. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Kartoffel. Okay, Wäsche. Ein Haufen weißer Kittel. Ja. Für mich sieht das grau, braun und grau aus, aber nicht weiß. Aber okay. Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Beides. Das war's auch schon hier. Ne, Kartons. Das sind noch Kartons. Kartons. Was da wohl drin ist? Guck doch nach. Ups. Das klingt nach. Geschirr. Ja, fast so als ob. Polterabend. Potztausend, das ist Glas. Oder aber auch ein Polterabend. Yay, Fenster ansehen. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Edna, Edna, lasse dein Haar herunter. Inventar. Kugelschreiber. Lexikon. Ansehen. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Ich bin sprachlos. Okay. Was hätten wir noch? Inventar gehst du auf. Moment. Müsst. Danke. Geh immer auf, dann, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Das ist optimal. So. Dieser Kugelschreiber. Kugelschreiber sieht extrem teuer aus. Ja, wenn du aus dieser Anstalt rauskommst, bist du draußen eine gemachte Frau. Poloschläger. Nein. Harvey, nein. Okay. Jetzt sehe ich erst den Aufkleber. Vorsicht, Glas. Der ist aber auch unauffällig befestigt. Okay. Reden, Bowlingkugel. Hulgur, bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Wahrscheinlich hohl wie eine Bowlingkugel, der Das Typ. klappt so nicht.
Kartons. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Comic. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Okay. Mit Mixer. Hallo Mixer. Was auch immer. Oh Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Yay. Mein Wunsch ist gewährt. Oder Arschkrebs. Haha. So weich. Mit Schmusi weich ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Atomfrisch. Herrlich. Ach ja. Den Witz kann ich irgendwie. Irgendwoher. Hallo? Hallo, Herr. Wer oder was bist du? Zu mir. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Hallo, aber Bobo. Du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein. Bobo wie Bobo. Nicht zu Bobo. Du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du? Hallo, PC? Abgekackt? Doch nicht. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Macht Sinn. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Er wird mit Sicherheit nicht erfreut sein über diese Frage. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ciao, Bobo. Ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Okay. Ciao, Bobo. Moment. Benutzen Lichtschalter. Ding. Gibt's jetzt was Neues? Eigentlich nicht. Eventuell. Ciao, Bobo. Hallo, Edna. War komisch. Ich habe jetzt einfach mal das Licht angemacht. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Raus. Danke. Okay. So, dann hätten wir jetzt nur noch der Flur hier unten. Den Flur hier unten. Da sitzt jemand. Auf einem Stuhl. Um die Ecke. Okay. Treppe, Tür. Ich pausiere mal kurz hier und speichere eben schnell.